Guten Tag, meine Damen und Herren. Dann seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute mit Ihnen einige Prinzipien durchsprechen, die sich auf das Opfer, den Opfertod Jesu Christi beziehen. Und zwar Prinzipien sowohl aus dem Alten als auch aus dem Neuen Testament, die vielleicht, wenn man sie isoliert betrachten würde, nicht so eindeutig verständlich sind. Es geht eben darum, dass man den Zusammenhang betrachten muss. Zunächst einmal lesen wir ja im Alten Testament vielfach über Tieropfer. Ein ganzes Opfersystem wurde entwickelt, wurde damals den Israeliten gegeben. Und dieses Opfersystem bestand ja auch noch zu Anfang des Neuen Testamentes. Aber es besteht heute eben nicht mehr. Und die Frage ist jetzt, warum? Was hat das Opfer, der Opfertod Jesu Christi, bewirkt? Wozu gab es überhaupt die Opfer des Alten Testamentes? Nun, zunächst einmal müssen wir verstehen, dass man das Alte Testament durch das Neue Testament betrachten muss, nicht umgekehrt. Sie müssen also verstehen, dass das Neue Testament sozusagen Geschehnisse im Alten Testament interpretiert, erklärt, verdeutlicht macht. Und das Neue Testament sagt uns eindeutig, warum es zu den Opfersystem des Alten Testamentes überhaupt gekommen ist. Das bestand ja nicht von vornherein, das kam ja erst später in die Existenz, und zwar in die zeitweilige Existenz. Zunächst lesen wir einmal eine sehr fundamentale Stelle im Neuen Testament, eine sehr bekannte Stelle, sie wird auch der goldene Vers der Bibel genannt, im Johannesevangelium, im 3. Kapitel, und fangen wir an im Vers 14 zu lesen. Das sind die Worte, die Jesus Christus selbst gesprochen hat. Und zwar hat er diese Worte dem Nikodemus gegenüber gebraucht, der bei Nacht zu ihm kam, um etwas Näheres über das Reich Gottes zu erfahren. Und er sagt hier, Jesus Christus sagt hier in Johannes Kapitel 3, angefangen in Vers 14, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Er spricht also hier seine Kreuzigung an. Damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben, das ewige Leben erhalten würden. Der Glaube, von dem hier die Rede ist, ist kein toter Glaube, er ist ein lebendiger Glaube des Gehorsams. Also alle, die an Jesus Christus glauben würden und ihren Glauben durch Gehorsam unter Beweis stellen würden, die würden letztendlich das ewige Leben erhalten. Und so fährt er fort zu sagen in Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und dann sagt er in Vers 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte oder verurteile oder verdamme, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Es geht also hier eindeutig darum, dass man Rettung, das Heil, die Erlösung nur erhalten kann durch das, was Jesus Christus getan hat. Das zeigt uns, dass das Opfersystem des Alten Testamentes nicht dazu diente, das Heil, die Erlösung, die Errettung zu gewähren. Nun, wozu diente dann das Opfersystem des Alten Testamentes? Schauen wir uns eine Stelle im Hebräerbrief an. Hebräer Kapitel 10. Angefangen in Vers 1, denn hier spricht nämlich Paulus das Opfersystem an und auch das Opfer Jesu Christi. Hebräer Kapitel 10, angefangen in Vers 1. Er sagt, denn das Gesetz, und wie ich schon des Öfteren betont habe, muss man bei dem Wort Gesetz aufpassen. Das Wort Gesetz kann sich auf die 10 Gebote beziehen, es kann sich auf das gesamte Rechtssystem beziehen, es kann sich eben aber auch auf das Gesetz der Opfer beziehen. Und das ist genau das, was hier der Fall ist. Denn das Gesetz hat nur einen Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst. Deshalb kann es die, die opfern, nicht für immer vollkommen machen, da man alle Jahre die gleichen Opfer bringen muss. Hätte nicht sonst das Opfern aufgehört, wenn die, die den Gottesdienst ausrichten, ein für allemal rein geworden wären und sich kein Gewissen mehr gemacht hätten über ihre Sünden? Und jetzt sagt er hier in Vers 3, was das Opfersystem eigentlich bewirkte. Vielmehr geschieht dadurch alle Jahre nur eine Erinnerung an die Sünden. Vers 4, denn es ist unmöglich,
durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Also das Opfersystem des Alten Testamentes war nicht dazu bestimmt, Sünden zu vergeben, in geistlicher Hinsicht. Es war lediglich eine Erinnerung derjenigen, die gesündigt hatten, dass sie eben gesündigt hatten, dass sie etwas tun mussten, um eine Beziehung wiederherzustellen zu Gott, dass Gott sich nicht von ihnen abwenden würde. In Hebräer Kapitel 9, angefangen in Vers 9, wird noch mehr hierauf eingegangen. Hebräer Kapitel 9 und die Verse 9 und 10. Da heißt es in Vers 8, dass der Heilige Geist deutlich macht, dass der Weg ins Heilige noch nicht offenbart sei, solange der vordere Teil der Stiftshütte noch bestehe. Vers 9, der ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit. Es werden da Gaben und Opfer dargebracht. Und als Paulus diese Worte schrieb, waren die Juden immer noch dabei, Opfer zu erbringen. Aber kurz darauf würde das dann abgeschafft werden, dadurch, dass der Tempel im Jahre 70 nach Christus zerstört wurde. Aber er macht ja bereits deutlich, dass diese Opfer, diese Satzungen, die hier gebracht wurden, nicht notwendig waren, denn Christus war bereits gestorben und hatte dadurch das Opfer, um das es ging, erbracht. Aber er sagt hier, Vers 9, denn er ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, es werden da Gaben und Opfer dargebracht, die nicht im Gewissen vollkommen machen können, den, der den Gottesdienst ausrichtet. Dies sind nur äußerliche Satzungen über Speise und Trank und verschiedene Waschungen, die bis zu der Zeit einer besseren Ordnung auferlegt sind. Und diese bessere Ordnung war bereits gekommen, als Christus gestorben ist. Also diese Opfer waren keineswegs dazu gegeben worden, dass man Vergebung der Sünde erlangen könnte. Paulus macht das auch deutlich im Galaterbrief. Schauen wir uns Galater Kapitel 3 einmal an. Galater Kapitel 3 und lesen wir Vers 19. Galater Kapitel 3 und zunächst einmal in Vers 19. Auch hier spricht er von einem Gesetz. Aber wie wir sehen werden, ist dieses Gesetz etwas anderes als das Gesetz der 10 Gebote. Es geht hier um das äußerliche Opfergesetz. Es geht nicht um das geistliche Gesetz der 10 Gebote. Denn er sagt nämlich hier in Vers 19, was soll denn das Gesetz? Es ist hinzugekommen um der Sünde willen. Aber schauen Sie, Sünde wird definiert als die Übertretung des Gesetzes. Sünde, geistliche Sünde, ist die Übertretung des geistlichen Gesetzes der 10 Gebote und der Satzungen und der Rechtsvorschriften, die die 10 Gebote näher erläutern und erklären. Es geht hier nicht um dieses Gesetz, denn das Gesetz der 10 Gebote bestand schon seit Anfang an, seit Beginn, seit der Erschaffung des Menschen. Er sagt, ein anderes Gesetz ist jetzt hinzugekommen, das Opfergesetz. Und er sagt hier, was soll denn das Gesetz? Es ist hinzugekommen um der Sünde willen, bis der Nachkomme da sei, dem die Verheißung gilt. Und zwar ist es von Engeln verordnet durch die Hand eines Mittlers. Es geht hier um das Opfergesetz. Schauen Sie, die 10 Gebote wurden nicht von Engeln verordnet durch die Hand eines Mittlers. Wie Sie sich erinnern können, hat Gott damals die 10 Gebote selbst vom Berge Sinai aus den Menschen verkündet. Und er sagt jetzt hier in Vers 23, ehe aber der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der dann offenbart werden sollte, so ist das Gesetz, Vers 24, unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben, aber es geht hier um den Glauben des Gehorsams, gerecht würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Schauen Sie, das Opfergesetz war ein Zuchtmeister. Es war ein Schatten, der auf etwas Zukünftiges hinweisen würde. Nämlich auf den Opfertod Jesu Christi. Und als jetzt der Opfertod Jesu Christi erfolgte, da war kein Grund mehr vorhanden, weiter unter dem Zuchtmeister des Opfergesetzes zu sein. Das ist das, wovon Paulus hier spricht. Und gleichwohl hatte natürlich das Opfergesetz Bedeutung. Es zeigte den Israeliten, dass Gott die Sünde hasst. Und wenn man sündigt, dann ist etwas erforderlich, um zumindest eine Beziehung wiederherstellen zu können zwischen dem Menschen und Gott, dass Gott einen Menschen nicht verlassen würde. Es zeigt auch, wie und was für einen großen Wert
das Opfer Jesu Christi haben würde. Denn letztendlich ging es ja darum, dass man hier Tiere opfern musste, unschuldige Tiere. Aber Jesus Christus war eben das unschuldige Opferlamm, das später kommen würde, um für die Sünden aller Menschen zu sterben. Schauen Sie, in 1. Johannes Kapitel 2 wird deutlich gemacht, was das Opfer Jesu Christi bewirkte und was es heute noch bewirkt. 1. Johannes Kapitel 2 und lesen wir Vers 1. 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 1. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Schauen Sie, nicht die Opfer, die waren nicht Versöhnung für unsere Sünden, obwohl wir gleich etwas lesen werden, was dem scheinbar widersprechen könnte. Deswegen gebe ich hier zunächst einmal den Überblick. Es heißt hier deutlich, er, Christus, ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt, wenn die ganze Welt schließlich zu Christus kommen würde. Also Christus ist die Versöhnung für unsere Sünden. Sein Opfer hat die Versöhnung zwischen dem Menschen und Gott wiederhergestellt. Die Tieropfer, die im Alten Testament gebracht wurden, haben dies sozusagen als ein Schatten vorweggenommen, haben gezeigt, dass dies letztendlich geschehen würde. Wir lesen auch etwas sehr Interessantes im Buch Jesaja, im 53. Kapitel. Jesaja Kapitel 53 und Vers 10. Jesaja 53 und Vers 10. Es geht hier um den Opfertod Jesu Christi. Und schauen wir uns an, wie dieser Opfertod beschrieben wird. Es heißt, er wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Schauen Sie, Christus hier wird mit dem Schuldopfer oder auch dem Sündopfer identifiziert. Er war das Schuldopfer. Die Schuldopfer, die Sündopfer im Alten Testament wiesen lediglich auf das endgültige Opfer Jesu Christi hin. Und gleichwohl lesen wir etwas Interessantes im Alten Testament. Und zwar schauen wir uns einmal 3. Mose Kapitel 4 an. Und deswegen habe ich von vornherein gesagt, wir müssen uns das Alte Testament im Lichte des Neuen Testamentes betrachten. Wenn wir lediglich diese Stelle hier lesen würden und nichts weiteres, würden wir zu falschen Schlussfolgerungen kommen. Denn es heißt hier in 3. Mose 4 und Vers 20, wenn in diesem Falle jemand eine Sünde begangen hatte, dann heißt es, und er soll mit dem Stier tun, wie er mit dem Stier des Sündopfers getan hat, also der Priester wird hier angesprochen, so soll der Priester die Sühnung für sie vollziehen und ihnen wird vergeben. Also durch dieses Tieropfer hier, durch diese Tieropfer würde in Anführungszeichen Vergebung erlangt werden, wie es hier heißt. Und wir lesen dies erneut in Vers 26, 3. Mose 4 und Vers 26. Und all sein Fett soll er auf dem Altar im Rauch aufgehen lassen, gleich wie das Fett des Dankopfers. So soll der Priester die Sühnung für ihn vollziehen und ihm wird vergeben. Und noch einmal, eine weitere Stelle in Vers 31 im gleichen Kapitel. All sein Fett soll er abheben, wie man das Fett des Dankopfers abhebt, und soll es im Rauch aufgehen lassen auf dem Altar zum lieblichen Geruch für den Herrn, so soll der Priester die Sühnung für ihn vollziehen und ihm wird vergeben. Und dann noch einmal in Vers 35. Aber all sein Fett soll er abheben, wie man das Fett vom Schaf des Dankopfers abhebt, und soll es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen als Feueropfer für den Herrn, so soll der Priester die Sühnung für ihn vollziehen, für die Sünde, die er getan hat, und es wird ihm vergeben. Angesprochen werden hier Sünden, die in Ignoranz geschehen sind. Es geht hier nicht um Sünden, die man vorsätzlich, willentlich, bewusst in einer Haltung des Hasses Gott gegenüber begeht. Es geht hier um Sünden eines gewöhnlichen Menschen, es geht hier um Sünden der ganzen Versammlung, es geht hier um Sünden eines Führers, die alle unwissentlich oder in einer Weise gesündigt haben,
die denen nicht bewusst wurde, dass sie es taten. Und in diesem Falle wurden solche Tieropfer erbracht. Und es heißt hier, wenn der Priester dies alles tat, dann würde diesen Menschen vergeben werden. Nun, wir hatten aber gerade im Neuen Testament gelesen, dass die Tieropfer keineswegs Vergebung der Sünde erlangen könnten. So, was ist hiermit gemeint? Zunächst einmal ist wichtig zu verstehen, was die Bibel deutlich sagt. Und zwar im Johannes-Evangelium, im Bericht des Johannes, im 10. Kapitel. Und das sind wiederum die Worte Jesu Christi. Denn schauen Sie, wenn ein Widerspruch bestehen würde zwischen dem, was wir gerade im Alten Testament gelesen haben und dem, was im Neuen Testament geschrieben steht, dann könnten Sie die Bibel eigentlich zuklappen und wegwerfen. Dann hätte die Bibel für Sie keinerlei Bedeutung mehr. Aber das ist eben nicht der Fall. In Johannes Kapitel 10, da lesen wir in Vers 35. Er geht hier auf eine Frage ein, die die Juden hatten. Die sagten, ja, wie kannst du sagen, du bist Gottes Sohn? Du machst dich damit ja Gott gleich. Du verlästerst Gott. Und er sagt hier, euer Gesetz, das Gesetz des Alten Testamentes, die Psalmen in diesem Falle, die sagen doch, dass ihr sogar, ihr Menschen, das Potenzial habt, Götter zu werden. Und so sagt er hier in Vers 35, wenn er die Götter nennt, zu denen das Wort Gottes geschah, und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden. Mit anderen Worten, sie kann sich nicht widersprüchlich erweisen. Nichts, was im Alten Testament steht, widerspricht dem, was im Neuen Testament geschrieben steht. So fährt er fort zu sagen, wie sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst Gott, wenn ich sage, ich bin Gottes Sohn. Aber sein Argument befasst sich mit der Tatsache, dass die Schrift nicht gebrochen werden kann. Man kann nicht eine Stelle benutzen, um eine andere Stelle damit zu zerbrechen, schauen Sie. Von daher gesehen ist es klar, dass kein Widerspruch bestehen kann zwischen dem, was wir gerade im Alten Testament gelesen haben und dem, was im Neuen Testament geschrieben steht. Wie ist dann das zu verstehen, dass es im Alten Testament heißt, dass durch die Tieropfer Vergebung erlangt werden könnte? Nun, schauen wir uns einmal an, was einige Kommentare hierzu zu sagen haben. Zum Beispiel Gill's Exposition of the Entire Bible sagt, da ja nun die Tieropfer keine Sündenvergebung in geistlicher Hinsicht erbringen können, bedeutet diese Stelle, dass die Menschen, die eine solche unwissentliche Sünde begangen haben und dann diese Tieropfer brachten, nicht in zivilrechtlicher Weise dafür bestraft werden würden. Und die Aussagen des Jameson, Fawcett und Brown Kommentars sagen genau das Gleiche. Man wurde dadurch von der physischen Strafe befreit. Und dieser Kommentar verweist auf eine sehr interessante Stelle. Und die wollen wir uns einmal anschauen in Hebräer Kapitel 9. Hebräer Kapitel 9. Und lesen wir die Verse 13 und 14. Denn hier wird noch näher erklärt, was die Funktion, die Aufgabe der Tieropfer war. Hebräer Kapitel 9, die Verse 13 und 14. Da lesen wir. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, schauen Sie, sodass sie äußerlich rein sind. Darum ging es. Es ging darum, eine Beziehung wiederherzustellen zwischen dem Menschen und Gott, sodass eine äußerliche Reinheit bestand, sodass eben Gott sich nicht von den Menschen abwenden würde oder sodass diese Menschen nicht aus dem Lager Israels herausgestoßen werden würden. Es ging nicht um eine innerliche Reinigung. Es ging nicht darum, dass Sünden im geistlichen Sinne vergeben werden könnten. Das war nicht die Funktion, die Aufgabe der Tieropfer. Es ging lediglich darum, eine äußerliche Reinheit herzustellen. Und so fährt er fort zu sagen, in Vers 14, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen. Jetzt geht es um die innerliche Reinigung, die Sündenvergebung, die ja erfolgen muss, damit unser Gewissen gereinigt werden kann. Damit wir die Schuld, die wir tragen, wenn wir sündigen, ablegen können. Damit Gott diese Schuld von uns wegnehmen kann. Er sagt, wie viel mehr wird das Blut Jesu Christi unser Gewissen reinigen, von den Totenwerken zu dienen. Also lebendige Werke zu erbringen, zu dienen dem lebendigen Gott. Es geht darum, die Sünde abzulegen, den Weg der Sünde abzulegen, dadurch eine Reinigung des Gewissens zu erfahren
und dann den richtigen Weg Gottes zu gehen. Das ist nur etwas, was Jesus Christus bewirken konnte, bewirken kann und heute auch noch bewirkt. Die Tieropfer hatten diese Funktion niemals, konnten sie nicht haben. Die Tieropfer wurden erbracht, um auf das Opfer Jesu Christi hinzuweisen, um eine Beziehung, die gebrochen worden war durch Sünde, zwischen dem Menschen und Gott in physischer Hinsicht wiederherzustellen. Aber keine Vergebung der Sünde war damit ausgesprochen in dem Sinne, dass Sünde geistlich vergeben werden könnte. Schauen Sie, wir lesen in Römer Kapitel 6, dass der Sünde Sold der Tod ist, der ewige Tod. Aber dass es die Gabe Gottes ist, uns ewiges Leben zu geben. Sünde hat den ewigen Tod zur Folge, den geistlichen Tod, den endgültigen Tod. Darum ging es im Alten Testament bei den Tieropfern nicht. Da ging es lediglich darum, dass jemand vielleicht von dem physischen Tod bewahrt werden würde oder könnte. Es ging nicht um den geistlichen Tod. Es ging nicht darum, dass diese Tieropfer geistliche Sünde in dem Maße vergeben könnten, dass nun der ewige Tod nicht mehr über den Menschen schwebte. Der schwebte nach wie vor über ihnen. Es ging nicht darum, dass die Tieropfer ewiges Leben erbringen könnten. Das ist lediglich durch Jesus Christus möglich geworden. Schauen wir uns einmal 1. Johannes Kapitel 1 an. 1. Johannes Kapitel 1 und die Verse 8 und 9. 1. Johannes Kapitel 1, die Verse 8 und 9. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Auch heute sündigen wir noch hin und wieder. Aber es geht nicht darum, jetzt Tieropfer zu erbringen, um eine physische Beziehung mit Gott wiederherzustellen. Darum geht es nicht. Es geht darum, was hier in Vers 9 gesagt wird. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und, schauen Sie, reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Sündenvergebung führt zur Reinigung des Gewissens, führt zur Reinigung von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir uns an das Opfer Jesu Christi wenden, der für uns gestorben ist, aber wie tut er das? Wie reinigt er uns von aller Ungerechtigkeit? Nun, schauen wir uns einmal Römer Kapitel 8 an. Es ist dies keine Reinigung, die automatisch erfolgt, ohne dass wir etwas tun müssten. Nun, wir müssen schon etwas tun. Wir müssen unseren Glauben an Christus, an sein Opfer unter Beweis stellen, dadurch, dass wir auf die richtige Weise uns verhalten. Aber Christus wird uns dabei helfen, wenn wir ihm dies gestatten. Und so lesen wir in Römer Kapitel 8, die Verse 3 und 4. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, unser Fleisch, wir waren nicht in der Lage, es zu halten. Das tat Gott. Jetzt geht es in der Tat um das geistliche Gesetz hier. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Jesus Christus kam in das Fleisch. Er kam im Fleisch. Er war ein Mensch und er hat als ein Mensch die Sünde überwunden im Fleisch. Und so lesen wir in Vers 4, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde. Wie? Die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Schauen Sie, als bekehrte Christen wohnt der Geist Jesu Christi in uns, der uns helfen wird, die Sünde im Fleisch zu überwinden, wie Jesus Christus die Sünde im Fleisch überwunden hat, indem dass wir gerecht leben, indem dass wir das Gesetz halten. Und wie ich sagte, der Glaube, den wir haben müssen, ist ein aktiver Glaube, ein Glaube, der sich durch die Haltung des Gesetzes manifestiert. Und nun möchte ich eine weitere Stelle mit Ihnen durchlesen im 1. Johannesbrief, die ebenfalls vielleicht etwas verwirrend sein könnte, die aber im direkten Zusammenhang steht zu dem, was wir bislang behandelt haben. Und zwar findet sich diese Stelle im 1. Johannes Kapitel 5. Und ich möchte in Vers 4 anfangen zu lesen. 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 4. Denn alles, was von Gott geboren ist, und wir hatten in einer voraufgehenden Predigt bereits gezeigt, dass das Wort geboren genau im Griechischen geboren oder gezeugt bedeuten kann. Es kommt auf den Zusammenhang an. In diesem Falle wäre die Übersetzung gezeugt
besser, wie dies auch in der Zürcher Bibel so wiedergegeben wird. Denn alles, was von Gott gezeugt ist, das überwindet die Welt. Schauen Sie, es geht um eine kontinuierliche Überwindung. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Es steht bereits fest, dass solange wie wir den Glauben an Christus haben, oder besser den Glauben Christi in uns, dann haben wir bereits die Welt überwunden. Und so heißt es hier, Vers 5, wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Aber wie ich sagte, dieser Glaube muss sich durch Werke wirksam erweisen. Dieser ist es, Vers 6, der gekommen ist durch Wasser und Blut. Jesus Christus, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der das bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Denn drei sind, die dies bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut, und die drei stimmen überein. Nun, in einigen Übersetzungen wird hier noch eine weitere Stelle hineingeschoben. In der revidierten Lutherbibel, aus der ich gerade las, findet sich diese Stelle gar nicht. Aber in einigen Übersetzungen, hauptsächlich in katholischen Übersetzungen, findet sich hier noch ein weiterer Einschub. Und er ist deshalb vorhanden, weil man dadurch die Lehre der Dreieinigkeit beweisen will. Die Idee, dass Gott aus drei Personen besteht. Eine Person aus drei Personen. Dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und so möchte ich einmal kurz hier aus unserer Broschüre »Ist Gott eine Dreieinigkeit?« vorlesen, was wir hierzu zu sagen haben. Unter der Überschrift ist 1. Johannes 5, die Verse 7 bis 8, ein Beweis für die Dreieinigkeit. Und so sagen wir hier, 1. Johannes 5, die Verse 7 und 8, dürfte wohl die am häufigsten zitierte Textstelle zum Beweis, in Anführungszeichen, der Dreieinigkeit Gottes sein. Die Padloch-Bibel, eine katholische Bibel, überträgt sie folgendermaßen. Denn drei sind es, die Zeugnis geben, und jetzt wird in eckigen Klammern eingeschoben, im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist, und diese drei sind eins, und drei sind, die Zeugnis geben auf Erden, und jetzt wird die eckige Klammer zugemacht, der Geist und das Wasser und das Blut, und diese drei beziehen sich auf das eine. Diese Passage in der Padloch-Bibel wird von einigen zum Beweis für die Persönlichkeit des Heiligen Geistes herangezogen. Aber die meisten Experten sind sich einig, dass die in eckigen Klammern gesetzten Worte von Vers 7, ich lese sie noch einmal, im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist, und diese drei sind eins, und drei sind es, die Zeugnis geben auf Erden, also diese Passage, dass sie von der katholischen Kirche im Nachhinein hinzugefügt worden sind, um das Dreieinigkeitsdogma beweisen und stützen zu können. Und die meisten Experten sagen uns, dass diese Worte sich nicht im ursprünglichen Text befinden. Und interessanterweise ist es ja auch so, dass hier in der revidierten Lutherbibel diese Stelle gar nicht mehr aufgeführt wird. Das ist unter Experten als das sogenannte Komma Johannium bekannt. Und die Padloch-Bibel, die diese Stelle in eckige Klammer gesetzt hat, die geben sogar zu, in der Anmerkung, dass in den besten Textzeugen dieses Komma Johannium nicht überliefert worden ist und eine spätere Ergänzung ist, die sich im lateinischen Text verbreitet hat. Die Zürcher Bibel bemerkt in einer Fußnote, dass diese Passage im 4. Jahrhundert in den lateinischen Text und einzig im 15. Jahrhundert in einige griechische Texte aufgenommen wurde. Die New International Version ergänzt in einer Fußnote, dass diese gesonderten Worte lediglich in, und ich zitiere, späteren Manuskripten der lateinischen Bibel enthalten sind und in keinem griechischen Manuskript vor dem 16. Jahrhundert zu finden sind. Und weitere Anmerkungen betonen ausdrücklich die Falschheit dieses Satzteiles und befürworten, dass er in modernen Übersetzungen nicht einmal mehr als Fußnote erscheint, wie das auch hier in der revidierten Lutherbibel der Fall ist. Diese Stelle, die also angeblich dazu benutzt wird, um die Persönlichkeit, die Göttlichkeit des Heiligen Geistes zu beweisen, diese Stelle ist total falsch. Eine Fälschung. Und obwohl dies nicht das Thema der heutigen Predigt ist, sagt die Bibel uns nirgendwo, dass Gott eine Dreieinigkeit sei. Eine Person in drei Personen. Sie sagt uns keineswegs, dass der Heilige Geist eine Person sei oder Gott sei.
Der Heilige Geist ist die Kraft, die sowohl von dem Vater als auch von dem Sohn ausgeht. Die Bibel sagt uns, dass Gott eine Familie ist, die zurzeit aus dem Vater und dem Sohn besteht. Nicht eine Person in zwei Personen, sondern ein Gott, eine Gottfamilie, die zurzeit aus zwei Personen besteht. Aber der Mensch hat das Potenzial, Eintritt zu finden in diese Familie. Er ist heute, wenn er bekehrt ist, vom Heiligen Geist gezeugt und wird dann im Zeitpunkt der Auferstehung, wenn Jesus Christus zurückkommt, als ein wiedergeborenes Kind Gottes in die Familie Gottes eintreten. Aber was ist jetzt mit der Stelle gemeint, die in der Tat inspiriert ist, die wir gerade gelesen haben, die ich noch einmal lesen möchte, in 1. Johannes Kapitel 5 und hier angefangen in Vers 7, wo es heißt, denn drei sind, die das bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei stimmen überein. Der Geist und das Wasser und das Blut. Und wir lasen ja vorher in Vers 6, dass Christus gekommen ist durch Wasser und Blut. Und dass der Heilige Geist dies bezeugt. Und der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Also diese drei, der Geist und das Wasser und das Blut, die bezeugen, dass Jesus Christus gekommen ist als unser Heiland. Nun, wie ist das zu verstehen? Wie ist das zu verstehen? Zunächst einmal kam Christus im Blut. Was bedeutet das? Nun, das bedeutet, dass Jesus Christus ein Mensch wurde. Schauen Sie, ein Geistwesen hat kein Blut. Jesus Christus wurde ein Mensch. Wir hatten dies in vorhergehenden Predigten bereits eingehend betrachtet. Jesus Christus war Gott. Er lebte als ein Gottwesen. Immer schon. Es hat nie eine Zeit gegeben, wo Jesus Christus nicht zusammen mit dem Vater als ein Gottwesen existiert hat. Beide haben immer schon als die Familie Gottes existiert, als Vater und als Sohn. Aber Jesus Christus war bereit, seine Göttlichkeit als ein Geistwesen aufzugeben und ein Mensch zu werden. Das ist alles Teil des Opfertodes. Denn schauen Sie, wenn Christus nicht vollständig Mensch geworden wäre, wäre er nicht für Sie zu einem Opfer geworden. Er hätte ja dann gar nicht sterben können. Schauen Sie, Gott kann nicht sterben. Jesus Christus musste Mensch werden, um sterben zu können. Aber er musste auch deshalb Mensch werden, um die Sünde im Fleisch zu überwinden. Denn nur ein unfehlbares, makelloses Lamm, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegtragen würde, könnte als ein richtiges Opfer von Gott dem Vater anerkannt werden. Jesus Christus durfte keine Sünde begehen, nicht eine Sünde in seinem Leben. Aber er musste beweisen, dass er die Sünde im Fleisch überwinden würde. Denn letztendlich als Gottwesen kann er noch nicht einmal zur Sünde versucht werden, wie es ja in der Bibel geschrieben steht. Deswegen musste er im Blut kommen. Er musste im Blut kommen, um im Fleisch, in seiner menschlichen Existenz, die Sünde zu überwinden und dann für uns auch sterben zu können. Nun, Johannes sagt, dass das für uns heute auch gilt. Denn wenn wir das Opfer Jesu Christi annehmen, wir, die wir ja auch aus Fleisch und Blut bestehen als Menschen, dann überwinden auch wir die Welt, wie Jesus Christus die Welt überwunden hat. Wir überwinden es durch die Kraft des Heiligen Geistes in uns. Nun, wir werden hin und wieder noch sündigen. Und wir werden dann wiederum Vergebung erlangen können durch Jesu Christi, Opfer. Jesus Christus hat niemals gesündigt. Aber das Prinzip ist das gleiche. Er überwand die Sünde im Fleisch, so müssen auch wir die Sünde im Fleisch überwinden. Und so lesen wir, dass das Blut dies bezeugt. Sein Blut bezeugt die Tatsache, dass Jesus Christus im Fleisch kam, um für uns zu sterben. Die Tatsache, dass manchmal die Bibel davon spricht, dass Blut etwas bezeugt, bedeutet natürlich nicht, dass das Blut irgendwie eine Person sei, wie auch die Tatsache, dass manchmal der Geist etwas bezeugt, dies nicht bedeutet, dass der Geist eine Person ist oder das Wasser. Aber schauen wir uns eine weitere Parallelstelle an in dem Hebräerbrief, in Kapitel 12, wo etwas Ähnliches über das Blut gesagt wird. Hebräer Kapitel 12 und in Vers 24. Paulus sagt, dass wir heute, wenn wir bekehrte Christen sind, uns im geistlichen Sinne sogar bereits schon an die Versammlung Gottes im Himmel wenden können. Die Versammlung der Engel und so weiter. Und er sagt, und wir sind gekommen, in Vers 24, zu dem Mittler, dem Vermittler, dem Fürsprecher des neuen Bundes, Jesus.
und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet, schauen Sie, als Abels Blut. Nun, das Blut Abels redet nicht in dem Sinne, dass es jetzt spricht, buchstäblich, und das Blut Jesu Christi redet nicht in dem Sinne, dass es jetzt buchstäblich spricht, aber es geht hier natürlich darum, dass Paulus hier sagt, das Zeugnis, das dadurch abgegeben wird, ist natürlich ein besseres Zeugnis im Hinblick auf das Blut Jesu Christi, als sogar auf das Blut, im Hinblick auf das Blut des unschuldigen Abel, der ein gerechter Mensch war und von seinem ungerechten Bruder ermordet wurde. Wir sehen also, wie das Blut Jesu Christi Zeugnis davon abgibt, dass Jesus Christus unser Heiland war und dass wir eben sein Opfer anerkennen können und müssen, um Vergebung der Sünden zu erlangen. Und so hat Christus ja auch das Passa im Neuen Testament gehalten und hat dann aber die Symbole des Passa verändert. Es ging jetzt nicht mehr um das physische Passa-Lamm, das ursprünglich ja geschlachtet werden musste, sondern schauen Sie, was Christus den Jüngern gesagt hat und was er uns heute sagt in Matthäus Kapitel 26. Matthäus Kapitel 26 und die Verse 27 und 28. Matthäus Kapitel 26, die Verse 27 und 28. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Schauen Sie, er sagt nicht für alle. Es würde Menschen geben, die das Opfer Jesu Christi ablehnen würden. Wenn sie das Opfer Jesu Christi total, bewusst, unwiderruflich ablehnen, für die ist Christus nicht gestorben. Aber für die, die, wenn sie zur Erkenntnis gelangen, das Opfertod Jesu Christi anerkennen und dann aber auch so leben, wie es Christus erwartet, die werden Vergebung der Sünde erhalten. Aufgrund des Opfertodes Jesu Christi, schauen Sie, das Blut, wie auch das Brot, von dem er auch gesprochen hat, das bedeutet nicht, dass jetzt auf einmal der Wein, der jetzt zu sich genommen wird, sich in das Blut verwandeln würde. Das würde im totalen Widerspruch stehen zu allen anderen Stellen der Bibel, die zum Beispiel uns verbieten, Blut zu uns zu nehmen. Es geht hier um eine Symbolik natürlich. Der Wein symbolisiert das Blut Jesu Christi. Wenn wir am Passaabend, einmal im Jahr, nicht mehrmals oder jeden Sonntag, wie das so viele tun, davon sagt die Bibel nichts. Aber wenn man es einmal im Jahr tut, wenn man einmal im Jahr am Passaabend, denn Christus hat das Passa keineswegs abgeschafft, er hat lediglich die Symbole verändert. Wenn man da ein bisschen Wein zu sich nimmt, roten Wein und ein wenig ungesäuertes Brot, dann hat man eine Verbindung mit Christus, die man aufrechterhält. Aber deswegen sollen natürlich nur die, die wirklich bekehrt sind, die wirklich getauft worden sind, die wirklich den Heiligen Geist erlangt haben, an dem Passaabend, an diesen Symbolen teilnehmen. Denn auch im Alten Testament wurde jemand, der unbeschnitten war, dem wurde nicht gestattet, am Passa teilzunehmen. Und heute sind wir beschnitten durch den Heiligen Geist. Es geht nicht mehr um physische Beschneidung, aber wir sind beschnitten durch den Heiligen Geist, wenn wir den erlangt haben. Schauen Sie, das Blut zeigt wiederum, dass Christus im Blut gekommen ist, dass er total ein Mensch war. Und wir lesen ja sogar, dass er seine Seele in den Tod ausgegossen hat. Oder sein Leben hat er in den Tod ausgegossen. Sie können das später im Jesaja-Buch nachlesen, im 53. Kapitel und in Vers 12. Aber ich möchte kurz noch hier auf eine Stelle in 1. Petrus eingehen, die sich noch mehr mit dem Blut Jesu Christi befasst. Wiederum, es geht nicht um das Blut von Tieren. Das Blut von Tieren konnte keine Sündenvergebung bewirken. Aber das Blut Jesu Christi, das für uns vergossen worden ist, das kann und wird Sündenvergebung bewirken, wenn man es in richtiger Weise anerkennt. In 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 18 und 19. Hier schreibt Petrus, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er war das Passalamm, von dem Johannes der Täufer sprach, dass er die Sünden der Welt hinwegtragen würde. Ein unbeflecktes, makelloses Lamm, das nie gesündigt hat, das in total unschuldiger Weise verurteilt und getötet wurde.
Aber er tat dies, Christus tat dies für sie und für mich, sodass wir Vergebung unserer Sünden erlangen könnten. Es gibt noch eine weitere wichtige Bemerkung, die wir hier machen müssen bezüglich des Todes Jesu Christi. Denn wie ist Christus eigentlich gestorben? Nun, die meisten sagen, er ist am Kreuz gestorben, aber wie? Aber wie? Wir haben gerade eine neue Broschüre auf unserer Webseite aufgeladen mit dem Titel Jesus Christus, ein großes Geheimnis. Und in dieser Broschüre haben wir einen kleinen Artikel mit hineingegeben. Die Broschüre ist relativ lang. Aber dieser Artikel, aus dem ich jetzt vorlesen möchte, der befindet sich innerhalb der Broschüre mit dem Titel Wie ist Christus gestorben? Und ich möchte hier kurz darauf eingehen. Wie ist Christus gestorben? Diese Frage wird vielleicht einige überraschen. Ist es nicht offensichtlich, dass Christus durch die Kreuzigung starb? Dies stimmt natürlich, aber die Frage muss dennoch gestellt und beantwortet werden, wie genau ist er verstorben? Christus starb durch das Vergießen seines Blutes. Das haben wir bereits hier jetzt gesehen. Und er ist ein vergossenes, teures Blut, durch das wir erlöst werden können. Und hier wird die Stelle in 1. Petrus Kapitel 1 zitiert, die wir gerade gelesen haben. Wenn wir die Aufzeichnung von Matthäus in der Lutherbibel lesen, werden wir nicht genau herausfinden, wie Christus gestorben ist. Der Grund dafür ist, dass diese Übersetzung einen ausschlaggebenden Vers am Ende von Matthäus 27, Vers 49 unterschlägt. In Matthäus Kapitel 27 und Vers 49, schauen wir uns das kurz an, da wird uns Folgendes gesagt. Matthäus 27 und in Vers 49. Ich lese jetzt aus der Lutherbibel vor. Da heißt es, die anderen aber sprachen, halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Vers 50, aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Interessant ist hier, dass ein gewisser Bruch scheinbar zum Ausdruck kommt. Er ist am Kreuz, die sagen, wartet mal, schaut mal, ob der Elia kommt. Und dann heißt es, und Christus schrie abermals und verschied. Warum schrie er abermals? Was brachte diesen Schrei in Existenz? Warum hat er geschrien? Nun, wie ich sagte und wie wir hier gerade gelesen haben, ein Vers fehlt. Ich lese weiter aus unserer Broschüre. Einige Übersetzungen sowie viele alte Manuskripte haben jedoch diesen fehlenden Vers bewahrt. Zum Beispiel lauten die Verse 49 und 50 in der Moffat-Übersetzung wie folgt. Die anderen aber sprachen, halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Eine Lanze an sich reißend, stach ein anderer in seine Seite und heraus kamen Wasser und Blut. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Die Fenton Bible übersetzt den fehlenden Vers wie folgt. Aber ein anderer nahm einen Speer und stach in seine Seite, als Blut und Wasser herauskamen. A.T. Robertson, Harmony of the Gospels, bemerkten in der Fußnote zu Matthäus 27, Vers 49, viele alte und zuverlässige Quellen fügen hinzu, und ein anderer nahm einen Speer und stach in seine Seite, und heraus kamen Wasser und Blut. Die Revised Standard Version und die revidierte Revised Standard Version schreiben Folgendes in einer Fußnote. Andere alte Quellen fügen hinzu, und ein anderer nahm einen Speer und bohrte ihn in seine Seite, und heraus kamen Wasser und Blut. Der Vatikanus, ein griechisches Neues Testament, das um 300 nach Christus geschrieben wurde, beinhaltet ebenfalls den fehlenden Vers. Er lautet, und ein anderer nahm einen Speer und stach in seine Seite und da flossen Wasser und Blut heraus. Auch der Sinaiticus Codex enthält diesen Vers und das gleiche gilt für den Codex Ephraemi. Gemäß The Testament in Greek von Westcott und Hort, das im Jahre 1896 veröffentlicht wurde, erscheint der fehlende Vers auch in fast allen syrischen, ägyptischen, armenischen, gotischen und äthiopischen Übersetzungen. Er erscheint ebenfalls in den Schriften des Origenes um 200 nach Christus, Walton's Bible Sacra Polyglotta, veröffentlicht in 1657, behauptet in Band 6 auf Seite 6 des Anhangs, dass als die King James Bible geschrieben wurde, dieser fehlende Vers noch immer als eine Randbemerkung zu dem griechischen Text erschien. Wir müssen in der Aufzeichnung auch von Johannes einer zusätzlichen Schriftstelle Bedeutung schenken. Und so zitieren wir hier jetzt noch einmal Johannes Kapitel 19 und schauen wir uns diese Stelle noch einmal an. Johannes Kapitel 19,
die Verse 32 bis 34. Und wie gesagt, alles dies können Sie in unserer Broschüre über Jesus Christus, ein großes Geheimnis, nachlesen. In Johannes Kapitel 19, die Verse 32 bis 34 heißt es, zunächst einmal aus der revidierten Lutherbibel zitiert: Und da kamen die Soldaten und brachen dem ersten die Beine und auch dem anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Und als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, da brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit dem Speer in seine Seite und zugleich kam Blut und Wasser heraus. Die Art und Weise, wie diese Schriftstelle wiedergegeben wurde, scheint auszusagen, dass der Soldat den Speer in Christi Seite stieß, als dieser bereits schon tot war. Jedoch das Wort stieß ist im griechischen Originaltext in dem Aorist geschrieben worden, einer Aorist-Zeitform. Und diese Zeitform beschreibt die Art und Weise einer Handlung, nicht die Zeit der Handlung. Sie bezieht sich auf eine Handlung, die in einem einzigen Moment erfolgt, also keine fortwährende Handlung ist, aber sie sagt uns nicht, wann diese Aktivität stattfindet. Nur der Zusammenhang kann dies klarstellen. Deshalb könnte die Schriftstelle in Johannes 19, 34 auch wie folgt übersetzt werden: Sondern einer der Soldaten hatte seine Seite mit einem Speer durchstochen. Nun, von dem fehlenden Vers in Matthäus 27, 49 wissen wir, dass Johannes 19, 34 so übersetzt werden muss. Schauen Sie, der Soldat stieß die Lanze nicht in Christi Seite, als dieser schon tot war, sondern er tötete ihn, indem er die Lanze in seine Seite stach und Wasser und Blut kamen heraus. Sowohl Matthäus wie auch Johannes sagen uns dies. Christus vergoss sein Blut und starb, als ein Soldat seine Seite mit einem Speer oder einer Lanze durchbohrte. Interessant ist auch, dass Offenbarung 1 und Vers 7 uns sagt: Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und auch in Sacharja Kapitel 12 und Vers 10 wird dies geschildert. Und dann lesen wir auch eine weitere Stelle noch, die möchte ich kurz zitieren, in Lukas Kapitel 2, die Verse 34 und 35. Das ist, als Maria in den Tempel ging mit dem Jesuskind. Und Simeon segnete sie, Maria und Josef, und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser, Jesus, ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird, und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit viele Herzen Gedanken offenbart werden. Auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, wie dieses Schwert in die Seite Jesu Christi gebohrt werden würde, zum Zeitpunkt der Kreuzigung. Und dann lesen wir noch eine Stelle in Jesaja, Kapitel 53, Vers 5, wo es heißt: Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Aber die Elberfelder Bibel schreibt: Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen. Also wir sehen hier, dass die Aufzeichnungen des Neuen Testamentes bestätigen, dass Jesus Christus vor seinem Tod am Kreuz mit einer Lanze oder einem Speer durchbohrt wurde, was seinen Tod zur Folge hatte. Und dass dies die Art und Weise war, wie er starb. Und als dies geschah, da flossen Wasser und Blut heraus. Nun, es ist klar, dass das Blut herausfloss, weil jetzt sein Leben endete. Er vergoss sein Blut zur Vergebung oder Sühnung unserer Sünden. Aber warum wird hier betont, dass auch Wasser herausfloss? Was ist die Bedeutung des Wassers? Warum wird das hier gesagt? Und denken wir daran, dass wir ja gelesen hatten, dass es drei Zeugnisse gibt, dass Christus der Messias war. Das Blut und das Wasser und der Geist. Was ist mit dem Wasser gemeint? Zunächst einmal, eindeutig wird hier wiederum bestätigt, dass Jesus Christus im Fleisch kam, dass er ein Mensch war. Denn schauen Sie, ein Geistwesen hat ja kein Blut, hat aber auch kein Wasser. Also diese Stelle bezeugt auch wiederum, dass Jesus Christus vollständig ein Mensch war. Aber noch mehr wird hier ausgesagt. Diese Stelle bezieht sich auch auf die Taufe, zunächst einmal auf seine Taufe. Denken wir daran, als Jesus Christus von Johannes dem Täufer getauft wurde. Da wollte Johannes ihn gar nicht taufen. Er sagte: Du bist doch gerecht, warum soll ich dich taufen? Und Christus sagte:
Lass es zu, damit wir alle Gerechtigkeit erfüllen. Er tat dies uns zum Vorbild. Er tat dies, um uns zu zeigen, dass wenn wir Gemeinschaft haben wollen mit Jesus Christus, nicht nur müssen wir unsere Sünden bereuen, nicht nur müssen wir Vergebung unserer Sünden erlangen, sondern wir sollen auch als äußeres Zeichen unserer inneren Bekehrung uns taufen lassen. Und zwar im Wasser untertauchen lassen. Und wenn wir dann aus dem Grab dieses wässrigen Todes herauskommen, dann sollen uns die wahren Geistlichen Jesu Christi die Hände auflegen und dann zu Gott dem Vater beten, sodass man den Heiligen Geist erlangen kann. Es bezieht sich hier also auf die Taufe, das Wasser, von dem hier die Rede ist, bezieht sich auf die Taufe nicht nur alleine von Jesus Christus selbst, sondern uns zum Vorbild, sodass wir auch Vergebung erlangen, dass wir auch den Heiligen Geist erlangen können. Und so haben wir jetzt das dritte Zeugnis. Nicht nur das Blut, nicht nur das Wasser, sondern auch den Heiligen Geist. Denn schauen Sie, auch Jesus Christus, obwohl er total und vollständig Fleisch war, konnte die Sünde nur dadurch überwinden, konnte nur dadurch ein gerechtes Leben führen, dass ihm der Geist Gottes des Vaters zur Seite stand. Schauen Sie, Christus war durch den Geist Gottes des Vaters gezeugt worden, im Mutterleibe Marias, und er hatte den Geist Gottes seit seiner Zeugung in sich. Und zwar wie die Stelle in Johannes Kapitel 3 und Vers 34 in richtiger Weise übersetzt werden sollte. Er hatte den Geist Gottes ohne Beschränkung in sich. Nun, das ist für uns nicht der Fall. Wenn wir getauft werden, erhalten wir zunächst einmal nur eine Anwartschaft des Heiligen Geistes, der aber dann in uns zunehmen kann, so wie wir den Heiligen Geist in uns wirken lassen, so wie wir uns bemüht sind, die Sünde zu überwinden. Aber Christus hatte den Heiligen Geist ohne Beschränkung in sich. Und deshalb war er in der Lage, ein sündenloses Leben zu führen. Er sagte, von mir heraus, alleine kann ich gar nichts tun. Der Vater, der in mir wirkt, der in mir lebt, der tut die Werke. Er tut sie durch den Heiligen Geist. Schauen Sie, und so sehen wir, dass das Blut und das Wasser und der Heilige Geist alle bestätigen, dass Jesus Christus, unser Messias, war und ist. Er kam im Fleisch. Er kam durch das Wasser. Er kam durch das Blut oder im Blut, im Wasser. Aber er hatte auch den Heiligen Geist Gottes in sich. Und dadurch war er in der Lage, die Sünde zu überwinden. Natürlich auch, weil er dadurch in der Lage zu sterben für uns. Aber es weist auch auf etwas anderes hin. Wenn wir nämlich den Messias, Jesus Christus, als unseren Heiland anerkennen, dann müssen auch wir begreifen, dass wir, die wir aus Wasser und Blut bestehen sozusagen, die wir eben fleischlich sind, gleichwohl die Sünde überwinden können und müssen. Denn Jesus Christus lebt heute erneut sein Leben in uns durch den Heiligen Geist. Wir müssen durch unsere Annahme des Opfertodes Jesu Christi, seines Blutes, unter Beweis stellen zunächst einmal, dass wir willens sind, die Sünde abzulegen, den neuen Weg der Gerechtigkeit zu gehen. Wir müssen uns taufen lassen. Das Wasser symbolisiert dies, dass wir jetzt in der Lage sein wollen, die Sünde abzulegen. Und dass wir nun auch den Heiligen Geist erlangen wollen, der dann in uns leben wird, uns motivieren wird, Gerechtigkeit zu erfüllen, den gerechten Lebensweg zu gehen. Der Antichrist, von dem ich seit einigen Predigten bereits gesprochen habe, der Geist des Antichristen, der leugnet alles dies. Der leugnet, dass Jesus Christus ein Mensch wurde. Der leugnet, dass Jesus Christus im Blut und im Wasser kam. Nach dem Antichristen, nach dem Geist des Antichristen war es ja so, dass Jesus Christus weiterhin vollständig total Gott blieb. Lediglich sich einen Mantel umgelegt hatte, einen Mantel der Fleischlichkeit sozusagen, aber dass er sogar weiter lebte, als die fleischliche Hülle Jesu Christi am Kreuz starb. Das ist eine total falsche, man möchte fast sagen blasphemische Idee. Sie lehnt das Opfer Jesu Christi ab. Denn wenn wir nicht anerkennen und verstehen, dass Jesus Christus im Fleisch kam, wie es heißt in Johannes 1 und Vers 14, dass er Fleisch wurde, vollständig, und dadurch eben sterben konnte, dann haben wir das Opfer Jesu Christi nicht anerkannt. Aber der Geist des Antichristen leugnet ja auch noch mehr. Er leugnet auch, dass Jesus Christus heute erneut im Fleisch oder in das Fleisch kommt. Wie?
indem er sein Leben erneut in uns heute, seinen wahren Jüngern, lebt. Und zwar durch den Heiligen Geist. Christus sagt ja, wenn ihr mich liebt, wenn ihr meine Gebote haltet, so wird der Vater euch auch lieben und wir, sowohl der Vater als auch der Sohn, werden zu euch kommen und in euch wohnen. Sowohl der Vater als auch der Sohn wohnen heute in bekehrten Christen durch den Heiligen Geist. Und so lesen wir eben, dass sowohl das Blut und das Wasser und der Geist alles dies bezeugen. Dass Jesus Christus der Messias war, dass er für uns starb und dass er heute auch weiterhin in uns bekehrten Christen leben kann und sollte und wir ihn natürlich gewähren lassen müssen und ihm seiner Leitung folgen müssen. Also wir sehen, wie diese Stellen alle miteinander harmonieren, wenn man sie richtig versteht. Jesus Christus, sein Tod war absolut notwendig für unsere Vergebung, unserer Sünden und er war auch deshalb notwendig, weil wir sonst überhaupt kein Heil erlangen könnten. In keinem anderen ist das Heil. Es ist kein anderer Name gegeben worden den Menschen, durch den sie gerettet werden könnten, als alleine der Name Jesu Christi. So, ich hoffe, meine Damen und Herren, Sie begreifen in zunehmender Weise, wie wichtig es ist, dass man verstehen muss, wer Christus war, was er tat, als er hier auf Erden war und wer er heute ist. Und erlauben Sie ihm, in Ihrem Leben einen Einzug zu halten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.